Aufnahme läuft. Schwuppsdiwupps, die Elektrik. Generell. Die 737, das ist ein sogenannter AC-Flieger. AC bedeutet Alternating Current, also Wechselstrom. Es gibt auch DC-Flieger wie die Dash 8Q400, der hat hauptsächlich auch Hauptgeneratoren, die Gleichstrom erzeugen. Bei 737 und anderen Verkehrsflugzeugen, deren Namen man hier an dieser Stelle auf gar keinen Fall nennen darf, das sind AC-Flieger, weil sie hauptsächlich Wechselstrom brauchen. Bei uns zu Hause im Netz, wenn du einen Stecker in die Steckdose steckst, ja, noch ist es ja so, dass da Strom rauskommt, dann haben wir da eine Frequenz von 50 Hertz. Und bei Verkehrsflugzeugen haben wir in der Regel eine Frequenz von 400 Hertz. Kurzer Background, was man eigentlich beim ATPL-Unterricht lernt. Warum haben wir eine höhere Frequenz? Weil je höher die Frequenz ist, desto dünner dürfen die Leitungen sein. Ganz unfachmännisch gesprochen, ne, 50 Hertz, um da einen sehr starken Strom übertragen zu können, brauchst du ziemlich dicke Leitungen. Und wenn die Frequenz höher ist, bei 400 Hertz, kann die Leitung wesentlich dünner sein. Hat natürlich dann den Vorteil, dass die Leitungen natürlich auch leichter sind. Ne? Wenn man da so armdicke Kupferkabel durch die Gegend fliegen würde, müsste, wäre das eher schlecht. Also 400 Hertz, um stärkere Ströme mit dünneren Leitungen übertragen zu können. Die Frequenz, die 400 Hertz, die muss allerdings sehr stabil sein, sonst wird die Elektronik wird beschädigt an Bord. Da haben wir ein kleines Problem dann, da gucken wir gleich, wie wir das lösen. Und ein paar Verbraucher benötigen immer noch Gleichstrom, also DC, Direct Current. Die Stromerzeugung haben wir mittels von zwei Generatoren. Das sind Wechselstromgeneratoren, die durch die Triebwerke angetrieben werden, über die Gearbox, über das Getriebe. Als Backup im Flug haben wir einen APU-Generator. Der funktioniert genauso wie die normalen Hauptgeneratoren, außer der hat kein Getriebe, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Der kann halt einen Generator im Flug vollwertig ersetzen. Und als Last Resort, wenn auch die APU kaputt ist, dann haben wir immer noch zwei Batterien, die natürlich nur Wechselstrom liefern. Bei einem Flieger, der aber der nur Gleichstrom, Batterien liefern natürlich nur Gleichstrom DC. In einem Flugzeug, was aber gerne Wechselstrom hätte. Ne? Auch da erwachsen einige Probleme raus. Sonstige Backups, eine Ram-Air-Turbine, Solarpanels, Atomstrom haben wir in dem Flieger nicht. Das heißt, wenn die Generatoren ausgefallen sind, da sind wir wirklich nur auf den Batterien unterwegs und sollten gucken, dass wir im Bereich der EASA in 45 Minuten am Boden sind und mit dem exakt baugleichen Flugzeug in Nordamerika in 60 Minuten von der Zertifizierung her sollte man dann am Boden sein. Wenn wir am Boden sind, dann bekommen wir den Strom entweder durch eine Ground Power Unit, die uns Wechselstrom liefert, oder über unsere eigene Hilfsgasturbine, die APU, hinten im Heck, die uns auch dann Wechselstrom mit ihrem Generator liefert. So, zurück zu den Problemen. Ja gut, ne, Frauen haben Probleme, Männer haben Situationen, aber trotzdem. AC, die Frequenz 400 Hertz, die muss sehr stabil sein, haben wir gesagt. Das Problem ist aber, dass die Triebwerkdrehzahl ja ziemlich stark schwankt. Ne, da ist ja schon einiges dazwischen, von Leerlauf bis Toga-Thrust. Wir haben einige Verbraucher, die Gleichstrom brauchen. Ist die Frage, wie kann man jetzt aus Wechselstrom Gleichstrom machen? Und auch im Totalausfall muss Strom vorhanden sein. Da ist dann die Frage, wie machen wir aus Gleichstrom dann Wechselstrom, also die andere Richtung. Der Batteriestrom ist ja Gleichstrom und wir brauchen Wechselstrom. Wir arbeiten an den Lösungen. Wir haben für die Triebwerkdrehzahl haben wir sogenannte IDGs. Das sind Integrated Drive Generators. Das heißt, es ist nicht nur ein Generator, sondern auch ein davor geschaltetes oder dazwischen geschaltetes Getriebe. Mal kurz darüber sprechen, wie das funktioniert. Hier ist unser Triebwerk. Hier ist unser High Pressure Spool, ne, N2. Da über eine Welle ist dann das Getriebe angeflanscht und da sitzt dann auch das IDG mit drauf, der IDG-Generator. So, im Leerlauf hat diese High Pressure Spool, das gelbe hier, eine Leerlaufdrehzahl 60%, das sind ungefähr 8400 Umdrehungen pro Minute. Wenn wir jetzt Gas geben, um zu starten mit voller Kanone, dann dreht der N2-Bereich mit 14.700 Umdrehungen pro Minute. Und da,
um da jetzt eine konstante Drehzahl draus zu machen, gibt es beim Integrated Drive. Das Integrated Drive steht dafür, dass wir einen sogenannten Constant Speed Drive haben. Das hört man bei Propellern. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, wenn ein Propellerflugzeug fliegt, dass die einen Constant Speed Propeller haben. Funktioniert hier ähnlich. Da sorgt ein Getriebe dafür, dass diese N2-Drehzahl übersetzt wird auf dauerhafte 24.000 Umdrehungen pro Minute und dass die Drehzahl, mit der dieser IDG dann tatsächlich dreht. Ist eine ganze Menge, 24.000 Umdrehungen pro Minute. Ne? Also da geht dann mächtig die Luzi ab. Deswegen muss es auch unbedingt nötig sein, dass wir, also ja gut, die konstante Generatordrehzahl haben wir eine konstante Stromfrequenz. Also das haben wir dann gelöst, aber bleibt stehen die 24.000 Umdrehungen pro Minute, was ganz schön viel ist. Das heißt, wir müssen auch in der Lage sein, diesen IDG abzukoppeln. Wenn da irgendeine mechanische Beschädigung ist und das Ding dreht sich dann mit 24.000 Touren weiter, könnte das dann ziemlich fatal enden. Darum haben wir hier eine Einrichtung, um das Ganze zu disconnecten. Dafür sind diese roten Schalter am Overhead-Panel, wo wir dann jeweils den linken oder den rechten IDG mechanisch vom Getriebe trennen können. Das geschieht automatisch, wenn die Öltemperatur zu hoch ist. Oder von Hand mit dem gerade besprochenen Disconnect-Schalter. Ne? Der ist nicht nur geguardet, der ist auch gewired. Ihr seht hier so ein kleiner Draht durchgespannt. Da muss man nicht mit einer Drahtschere aufmachen. Das reicht mit Schwung, den Guard aufzureißen. Dann bricht dann auch der Draht und dann kann man dann den Generator disconnecten. Das ist in keinem Fall reversibel. Da braucht man Techniker am Boden für. Das heißt, wenn man den falschen Generator disconnectet, hat man ein großes Problem. Na, wenn man da den Guard wieder zuschmeißt, dass das auf Automatik geschaltet wird, dann passiert nichts, weil der ist wirklich dann, bis Technik am Boden dran war, mechanisch von der Gearbox tatsächlich getrennt. Hier drüber haben wir das Drive Light. Wann geht das an? Einmal, wenn der Integrated Drive Generator defekt ist. Dann geht das Drive Light an, wenn das Triebwerk abgestellt ist. Das heißt, wenn wir am Boden stehen und das Triebwerk abgestellt ist, ist normal, dass die Drive-Lampen oben leuchten, ne, weil das Triebwerk abgestellt ist. Es gibt beim automatischen oder beim manuellen Disconnect, dann geht das Drive Light auch an. So, weitere Problemlösungen. Wie kann man aus Wechselstrom Gleichstrom machen? Dafür haben wir an Bord drei sogenannte TRUs, Transformer Rectifier Units, zu Deutsch Gleichrichter, verbaut. Die sind unter dem Cockpit in E&E-Compartment sind die verbaut. Die sehen so aus bei der 737 und diese Gleichrichter machen aus Wechselstrom Gleichstrom. Und wir haben auch unter den Füßen der Piloten einen Static Inverter, einen Wechselrichter. Der sieht so aus und der macht aus dem Batterie Gleichstrom dann Wechselstrom. Natürlich dann in diesen Notfällen nicht für alle Verbraucher. Also wir werden nicht das gesamte Bordnetz mit dieser kleinen Schuhkartonkiste hier mit Wechselstrom versorgt bekommen. Da hängen dann wirklich nur die eklatant wichtigsten Systeme dran, die dafür sorgen, dass wir den Flieger einigermaßen sicher zu Boden bekommen. Aber im Cockpit ist in dieser Emergency Mode of Operation beim elektrischen System ist fast so gut wie alles aus. Ne? Das reicht dann gerade mal eben, um einigermaßen sicher landen zu können. So. Alles, was elektrisch ist, haben wir am Overhead-Panel hier in dem zweiten Streifen untergebracht. Und hinter den Sitzen, hinter dem Kapitänssitz und hinter dem Co-Pilotensitz, haben wir dann natürlich auch noch jede Menge Sicherungen und Circuit Breakers, mit denen halt einzelne Systeme oder auch ganze Stromschienen dann abgesichert sind. Zu den Sicherungen, kurzer Exkurs. Ist jetzt bei uns bei der Flugsimulation nicht so interessant, aber wenn ihr euch morgen eine richtige Boeing kauft, wenn ihr den Type-Rating-Kurs ja abgeschlossen habt, solltet ihr das wissen, wenn so ein Circuit Breaker mal resettet werden muss. Das heißt, was weiß ich, ich habe ein Problem, zum Beispiel mit der APU Fire Protection. Ne? Funktioniert im Turnaround nicht. Und ich sage mir, boah, ausmachen, anmachen hat eigentlich schon immer funktioniert. Ich ziehe jetzt einfach mal den Circuit Breaker von der APU und drücke den wieder rein. Das ist ein sogenannter Circuit Breaker Reset. Den darf man wirklich nur machen, wenn einen eine QOH, also eine Non-Normal Operation Checkliste dazu auffordert und das Ganze nur einmal. Wenn das nicht geklappt hat, dann ist dieses System halt verloren. Viel wichtiger aber ist es, wie verhalten wir uns, wenn so ein Circuit Breaker mal poppt, also von sich aus nach draußen fliegt.
dann wird der nicht mehr angefasst, weil der ist in der Regel nicht umsonst rausgeflogen. Und wenn ihr euch mal anguckt, was hier teilweise abgesichert ist, hier Thrust Reverse, Interlock, Controller, wenn ich da jetzt im Flug wenn ich so ein Reverser-Light habe und ich versuche jetzt mit eigenem Troubleshooting im Flug mal irgendwas rauszuprobieren, kann sein, wenn ich diesen Interlock-CB ziehe, dass dann der Reverser aufgeht. Ne? Also auf gar keinen Fall machen. Ne? Wenn so ein Circuit Breaker jetzt irgendwie mal rausgepoppt ist, dann bleibt der bitte gepoppt, weil der ist nicht umsonst rausgeflogen. Nicht erschrecken, das ist das elektrische System vom Flugzeug. Wir werden das runterbrechen auf die wichtigsten Dinge. Ihr seht, wir haben hier drei Stromquellen, also eigentlich vier Stromquellen oben. Das ist der IDG vom linken Triebwerk. Ihr seht hier, ne, das ist das Zahnrad, was in das Getriebe angreift vom Triebwerk. Das ist der Drive, der für eine konstante Drehzahl sorgt. Und hier ist der Generator. Das Ganze haben wir auf dem rechten Triebwerk. Und ihr seht, die APU hat eigentlich fast baugleichen Generator wie von den Triebwerken, aber keinen Drive. Es gibt da kein Getriebe dazwischen, weil die APU mit konstanter Drehzahl läuft. Das heißt, da muss die Drehzahl nicht angepasst werden. Da haben wir keinen Drive, sondern nur den Generator, der direkt auf der APU drauf sitzt. Am Boden bekommen wir Strom durch die External Ground Power. Der ist es hier. Und das ist schon eigentlich alles an Quellen von AC, die wir haben. Ihr seht, dass der Strom erstmal auf den AC-Transferbus 1 und 2, also das sind zwei Stromverteilerschienen, wird da drauf geleitet. Und ihr seht, hier sind so Brücken, die gebaut oder abgerissen werden können. Ne, das heißt, wenn hier irgendwas mit dem linken Generator, wenn damit irgendwas nicht richtig ist und der abgeschaltet wird, dann bedeutet das nicht automatisch, dass dieser Transferbus 1 keinen Strom bekommt, sondern dann werden diese Brücken hier geschlossen und dann bekommt er dann über den AC-Transferbus 2 dann seinen Strom. Da seht ihr mehrere Möglichkeiten, wo hier irgendwas hin und her geschaltet werden kann. Na, ihr seht auch, dass der APU-Generator, dass der auf links und auf rechts geschaltet werden kann. Was gibt es hier noch zu sehen? Unsere zwei Batterien haben wir da. Und hier unten ist das System von dem Gleichstrom, also DC-Bus 1 und 2. Und da seht ihr, dass die aus den Transformer-Rectifiern, also den Gleichrichtern 1, 2 und 3 ihren Strom bekommen. Und auch die können sich gegenseitig helfen. Also wenn hier die Transformer-Rectifier-Unit Nummer 1 ausfällt, bedeutet das nicht, dass der DC-Bus 1 stromlos ist, sondern dann schließt sich dieses Cross-Bus-Tie-Relay, wo dann halt der Wechselstrom aus den verbleibenden zwei Gleichrichtern dann im DC-Bus 1 ankommt. Braucht ihr nicht komplett merken, ist bitte nur merken, es gibt halt Bereiche im elektrischen System, was Wechselstrom hat und was Hauptstromschienen beinhaltet. Also in diesen Stromschienen sind dann die einzelnen Verbraucher angeschlossen. Und wir haben auch jeweils Standby-Stromschienen, ne, zum Beispiel diesen DC-Standby-Bus. Ihr seht, der kann auch dann von der Batterie direkt mit Strom versorgt werden. Viel mehr muss man über dieses elektrische System so gar nicht wissen. Das ist Gott sei Dank sehr zuverlässig, da geht selten was kaputt. Hier nochmal zu den Schaltern am Overhead-Panel. Ihr seht, wir haben vier Schalter, um Generatoren zu schalten. Die äußeren sind jeweils für die IDGs. Der linke, also der Generator 1, das ist der IDG 1 vom linken Triebwerk. Der ganz rechte ist vom Generator 2, also vom rechten Triebwerk des IDG. Und in der Mitte die beiden Pinöckel, das ist vom APU-Generator, weil da können wir uns entscheiden, ob wir jetzt von APU den linken Teil hier mit Strom versorgen wollen oder den rechten Teil oder halt beide. Na, wenn ein Triebwerk ausfällt, wenn zum Beispiel das rechte Triebwerk ausfällt, dann steht natürlich der Generator 2, dann schalten wir die APU nur auf die rechte Seite auf, weil die linke hat die eigene Stromquelle. Ne? Das macht gar wenig Sinn, da die APU auf beide Seiten aufzuschalten. Kurz zu dem Anzeigeinstrument hier oben. Da kann man sich angucken, wie das mit dem Strom genau läuft. Das ist das sogenannte AC and DC Metering Panel. Damit kann man nichts Großartiges steuern und umlenken, sondern wirklich nur angucken, was gerade los ist. Ne, ich habe das mal vergrößert. Hier zum Beispiel habt ihr das DC-Ampermeter. Das ist das DC-Voltmeter. Hier haben wir das AC-Voltmeter und da ist das AC-Ampermeter. Und hier oben haben wir die AC-Frequenz. Jeweils
von dem, was ich hier gerade ausgewählt habe. Ne, wenn ich jetzt wissen möchte, was der APU-Generator für eine Frequenz gerade hat, wenn die APU läuft, dann drehe ich den Schalter einfach auf APU-Generator. Das bedeutet nicht, dass jetzt der APU-Generator Strom liefert, sondern nur, dass ich mir hier im Display die Werte von der APU angucken kann. Ne, das gleiche gilt hier für die linke Seite. Da kann ich mir von den Transformer-Rectifiern, von der Standby-Power, von Batterie, von der Auxiliary-Battery, vom Battery-Bus kann ich mir jeweils dann die Spannungen und Belastungen hier am AC- und DC-Metering-Panel angucken. Also das Aber ist wirklich, Tim, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel die APU gestartet habe, ist für mich, könnte man ja aber prüfen, liefert die überhaupt hier noch Strom? Dass man es auf APU-Generator schaltet und man sieht, ist es hier noch Strom da, ich kann umschalten. Das wäre doppelte Arbeit, würde ich nicht machen, weil Okay. wenn du die APU startest, die APU ist jetzt hier zufälligerweise an und das blaue Licht an ist, dann bedeutet das, die APU verfügbar ist und der Strom gut ist. Ne? Das heißt, den kann man ja sofort aufschalten. Natürlich, man kann Okay, dann, gut, ne? okay. Genau, ja. Wäre doppelt, hast du recht. Ja, genau. Zu den Lichtern. Battery Discharge ist, denke ich mal, selbstredend. Das ist, wenn eine übermäßige Batterienutzung stattfindet. Also wenn man den Flieger anmacht und man hat weder die APU laufen noch Ground Power, dann dauert das ein paar Sekunden und dann geht das Battery Discharge Licht an und im Nasenfahrwerk vorne geht auch eine Tröte an, die dann das Bodenpersonal davor warnt, dass der Flieger ja gerade dabei ist, seine Batterie zu verbrennen. Das ist dann das Battery Discharge Light. Wenn eine Transformer Rectifier Unit, also ein Gleichrichter, ausfällt, dann geht diese Lampe auf, an, ne, am Boden, wenn irgendeine ausfällt, und im Flug, wenn die Transformer Rectifier Unit 1 oder die 2 und die 3 ausgefallen sind, das hat was mit Redundanz zu tun, müsst ihr euch nicht merken, dann geht dieses Licht hier an. Das ELEC Light ist auch ein Licht, was dafür sorgt, dass wir ins Hotel zurückfahren können. Das ist dann Fehler im DC-System oder im Standby-System. Das leuchtet nur am Boden auf und sorgt dann dafür, dass der Flieger nicht fliegen kann, ohne dass da vorher Technik drauf geguckt hat. Dieser Maintenance-Button haben wir nichts mit zu tun. Den nutzt die Technik, wenn der Flieger im Maintenance-Modus ist, um mir noch zusätzliche Parameter an diesem AC-DC-Metering-Panel anzeigen zu können. Hier weiter unten haben wir den Batterieschalter, den Hauptschalter. Das ist, wenn der Flieger Cold and Dark steht, eigentlich der erste Schalter, den man anfasst, um Strom aufzuschalten. Die Erklärungen, die jetzt hier erscheinen, die sind relativ ausführlich. Die sind dafür da, damit interessierte Leute sich das nachher noch durchlesen können. Werden wir jetzt nicht alles besprechen. Ich rede nur jetzt von dem, was man wirklich wissen sollte. Na, also wenn der off ist, ist der Flieger mehr oder weniger aus. Es sei denn, wir haben noch andere Stromquellen aufgeschaltet. Und wenn der on ist, dann haben wir einen Strom schon mal auf den Hauptsystemen und der Flieger fängt dann an, langsam hochzufahren. Wenn der auf on geschaltet wird, der Battery Switch, sollte man schleunigst gucken, dass entweder die Ground Power irgendwann noch dazukommt oder der APU Generator, weil dann sonst irgendwann dieses Battery Discharge Licht hier angeht, weil der Flieger das nicht mag, komplett nur auf der Batterie rumzujuckeln. Rechts daneben haben wir den Cabin Utility Schalter. Wenn der auf Off steht, dann werden Systeme abgeschaltet. Ne? Sämtliche Kabinensteckdosen und die Recirc-Fans, die gehen dann übrigens auch aus. Die Türfußbodenheizung, die Drainmast-Heizungen gehen aus. Eine Drainmast-Heizung brauchen wir, um draußen dafür zu sorgen, dass da keine Eisklumpen sich bilden. Kurz gucken, ob wir gerade so einen finden hier von draußen. Na, hier zum Beispiel ist von einem vorderen Waschraum der Drainmast. Hier ist der vom hinteren Waschraum ein Drainmast. Da wird dann das Wasser nicht aus der Toilette, um Gottes Willen, sondern nur aus den Handwaschbecken, wird hier nach außen geleitet. Und das wäre blöd, wenn die nicht beheizt werden. Na, bei minus 50 Grad würde man da mit dem Medizinball großen Eisklumpen dann landen, der dann im kurzen Endteil dann wahrscheinlich auf irgendeine Wohnung drauf fällt. Deswegen sind die Dinger beheizt. Die gehen allerdings aus, wenn dieser Cab Utility Schalter auf Off geschaltet wird. Das heißt, wenn man das macht im Flug, aus was für Gründen auch immer, dann sollte man auch die Toiletten sperren. Was noch? Ja gut, wenn er auf On ist, dann sind die Systeme natürlich on. Rechts daneben der In-Flight Entertainment und Passenger Seat Switch. Der ist relativ interessant und zwar, weil wenn der auf Off steht, dann haben wir kein Entertainment, Satellitentelefone, Faxgeräte gehen nicht, die Ladesteckdosen gehen nicht. Aber was wichtig ist, wenn der aus ist, dann gehen auch die Auxiliary-Stromsteckdosen im Cockpit gehen nicht. Und das sind die Steckdosen, wo die meisten Airlines halt ihre Electronic Flight Bag PCs, die EFB,
Geräte dran lädt. Das ist dann ziemlich blöd. Zwischen den Disconnect-Schaltern, ich mache mal kurz nochmal das große Bild, dass ihr wisst, was ich meine. Hier im Overhead-Panel, hier sind die Disconnect-Schalter und dazwischen ist der Standby-Power-Schalter. Was macht der? Der ist normalerweise geguardet und dann steht der Schalter rechts auf Auto. Das bedeutet, dass die elektronische Logik in diesem Flugzeug automatisch steuert, welche Stromverteilerschiene wo ihren Strom herbekommt. So wollen wir das haben, völlig automatisch, muss man sich nicht drum kümmern. Wenn man den auf Off stellt, dann unterbindet man das automatische Schalten von Stromwegen im Flugzeug und sorgt dafür, dass Standby-Stromverteilerschienen gar nicht mehr mit Strom versorgt werden. Mit der linken Stellung auf Battery, da sagt man dem Flieger, pass auf, egal was es gerade ist, du nimmst jetzt bitte für diese Standby-Verteilerschienen nur Batteriestrom und halt das, was dann aus dem Static Inverter, aus dem Wechselrichter kommt. Ja, das sind diese drei Stellungen. Die wird am Boden, wenn der Flieger stromlos gemacht wird, für Overnight wird der auf Off geschaltet. Ne? Und wenn man dann den Flieger wieder anmacht, geht er zurück auf Auto und da bleibt er eigentlich den ganzen Tag auch stehen. Das Ganze brauchen wir jetzt nicht besprechen. Das ist nur für die Elektrikfetischisten, die das nachher nochmal genauer angucken wollen. Was man zu diesem Schalter wissen muss, der steht halt auf Auto im Flug. Das heißt, der Flieger regelt selber den Stromlauf und wenn der Flieger ausgeschaltet wird am Ende des Tages, wird der Guard geöffnet und der Schalter in die Mitte auf Off gestellt. Das Standby-Power-Off-Licht, das zeigt uns an, wenn von den Standby-Verteilerschienen irgendeiner keinen Strom hat oder gar keiner Strom hat oder wenn die Verteilschiene von der Batterie keinen Strom hat, dann geht die Standby-Power-Off-Lampe an. Da haben wir auch noch ein paar Lichter. Transferbass off bedeutet, dass der entsprechende Transferbass stromlos ist. Ihr erinnert euch, wenn wir hier zum Beispiel den Generator 1 aufschalten, dann kommt Strom am AC-Transferbass 1 an. Und in dem Fall, wenn dieses Licht hier an ist, das rechte bedeutet, dass der hier gerade nicht mit seinem Generator verbunden ist oder halt stromlos ist. Source off bedeutet, dass der IDG nicht manuell auf den Transferbus ausgeschaltet worden ist oder abgeschaltet wurde. Wenn ich ihn den Generator ausstelle, dann geht das Source off Licht an. Das zeige ich euch mal kurz. Wir sind hier im Flug. Wir sind im Flug und wenn ich jetzt hier von dem Generator 2, wenn ich den auf off nehme hier, off, dann seht ihr, das Gen off Bus Licht geht an und das Source off Licht geht an, weil ich die eigentliche Quelle für diese rechte Seite hier von dem Transferbus, dass ich da halt, dass ich den manuell getrennt habe. Der Transferbus hat trotzdem Strom, sonst wäre diese Lampe hier auch an. Ne, da hat jetzt diese Automatik geregelt, die dafür gesorgt hat, dass der Strom jetzt von der linken Seite hier rüber gefeedet wird auf den rechten Transferbus. Ja, mal gucken, wenn ich das jetzt hier auf stelle. Ja. Nee, Quatsch, wir sind ja im Flug und die APU läuft. Nee, Blödsinn, vergesst es. Ja gut, hier könnte ich jetzt dann die APU auf die rechte Seite aufschalten. Ne, da seht ihr, dass jetzt hier wieder alles wunderbar versorgt ist. Und das Einzige, was anbleibt, ist das Generator of Bus Light. Wenn ich ihn jetzt wieder drauf nehme, dann springt die APU automatisch runter von der Stromverteilung und die Lichter bleiben auch aus. Ne, aber da kommen wir auch nochmal drauf, wenn wir tatsächlich fliegen gehen. Ich wollte nur kurz zeigen, wie diese Lampen da sich tatsächlich verhalten. Das Gen Bus Off Light bedeutet, dass der IDG nicht aufgeschaltet ist. Und beim APU bedeutet das auch, dass die APU einsatzbereit ist, aber keine Verteilschiene mit Strom versorgt. Ja, das ist jetzt egal bei der APU, ob ich den links und rechts drauf nehme oder nur rechts. Sobald ich eine Verteilschiene auf die APU aufschalte, auf den Generator, dann geht das blaue Licht hier aus. Frage. Gut, ja. APU an der 737, bis zu welcher Höhe könnt ihr das benutzen? Warst du krank, Günther? Haben wir darüber gesprochen, bis 41.000 Das habe ich irgendwie nicht gehört. Ne? Das habe ich, Fuß. da war ich vielleicht nicht aufmerksam genug. Nee, ja, das war bei Engines APU, du kannst ja die APU benutzen für Druckluft und für Strom bis 10.000 Fuß.
für Druckluft bis 17.000 Fuß, glaube ich, und nur Strom bis Flugfläche 14. Ne? Das heißt, die ersetzt im Flug bis zur Service Ceiling einen kompletten normalen Generator. Ne? Okay. Beim Landing Gear, wo ich da, das war etwas falsch rübergekommen. Wenn ihr startet, dann schaltet ihr das Gear ab und danach macht ihr den Lever auf Off und dann checkt ihr dann laut Checkliste, ob die Lichter ausbleiben oder. Das ist, warte mal, ich mache mal Pause. So, also als Zusammenfassung, die 737 ist ein AC-Flieger, wie wir gesagt haben. Das heißt, sie braucht 115 Volt Wechselstrom, am besten mit 400 Hertz Frequenz. So fühlt sie sich am wohlsten. Die Gleichstromverbraucher beziehen ihren Strom aus den Gleichrichtern und den Batterien. Und Gleichstrom wird in Notfällen durch die Static Inverter in Wechselstrom gewandelt. Das heißt, wir können aus Wechselstrom Gleichstrom machen und aus Gleichstrom können wir Wechselstrom machen. Die Hauptstromversorgung im Flug haben wir durch zwei IDGs mit konstanter Stromfrequenz bei variabler Triebwerksdrehzahl. Deswegen ist da dieser Constant Speed Drive dazwischen, der den Generator auf diese irrwitzige Drehzahl bringt. Und wir haben eine automatische Schaltung bei Ausfällen. In der Regel braucht man sich um die Elektrik bei dem Flieger, wenn sie einmal läuft, überhaupt nicht mehr kümmern. Der APU Generator kann ein IDG im Flug voll ersetzen. Die APU muss dafür aber manuell gestartet werden und aufgeschaltet werden. Das ist nicht so, dass es reicht, die APU zu starten und irgendwann übernimmt sie dann automatisch. Genau das gleiche bei der Landung. Wenn man die Triebwerke ausmacht, muss man erst die APU manuell aufschalten auf die Basis, sonst wird es dunkel im Cockpit. Das funktioniert hier nicht automatisch. Als Limitations haben wir vom Airplane Flight Manual keine signifikanten Beschränkungen. Hier nochmal als Wiederholung, dass die APU bis 41.000 Fuß Strom liefern kann. Und wenn die Cockpit-Steckdosen genutzt werden, um das EFB-System zu powern, dann muss man das von der Luftfahrtbehörde genehmigen lassen, weil wenn dieser Schalter da, der ist ja In-Flight Entertainment Passenger Seat Schalter, deaktiviert wird, ausgeschaltet wird, dann deaktiviert das auch die AUX-Steckdosen im Cockpit und das EFB-System wird dann nicht mehr geladen. Mehr gibt es zu Elektrik jetzt nicht zu sagen. Ich weiß, das ist verwirrend, blöd, aber Gott sei Dank macht der Flieger, was die Stromverteilschienen angeht, macht er alles automatisch. Das Einzige, wo man sich darum kümmern muss, ist, dass man halt nach dem Triebwerkstart die Generatoren aufschaltet und wenn man die Generatoren nicht mehr braucht, wenn man die Triebwerke gleich abstellt, dass man halt die APU manuell hier aufschalten muss. Der ganze Rest mit der Verteilung passiert halt vollautomatisch. Na, und natürlich die Ground Power, die muss man auch manuell aufschalten. Die springt nicht automatisch auf die Verteilschienen, wenn eine Ground Power angesteckt wird. Ja, und wie gesagt, ganz wichtig, dass man hiermit überhaupt nicht auswählt, irgendwelche Stromverteilungen im Flugzeug, sondern damit wählt man nur aus, was man hier oben in dem AC-DC-Metering-Panel tatsächlich für Werte gerade ablesen kann. Also hier nur Monitoring, aber keine Steuerung vom elektrischen System. Roger, die Stimmung ist auf dem Höhepunkt. Ja, Tim, eine Frage. Ja? Sag mal, die EFBs, hängen die eigentlich permanent im Cockpit an Stromkabel, beziehungsweise an Strom, oder nimmt man die ab, wenn man sieht, naja, der Akku ist 100% Nee, geladen? die hängen immer dran. Ja, Die hängen dann dran, ja, okay. die hängen immer dran. Erst wenn du Feierabend hast, also je nachdem, was man für ein EFB-System hat, manche Airlines haben, dass das Ding im Flieger bleibt. Manche sind ja auch mittlerweile schon fest mit dem Flugzeug verbunden, die kann man gar nicht mehr mitnehmen. Die haben dann allerdings auch eine Stromversorgung außerhalb von diesen Auxiliary Power Jacks da. Die haben eine feste Stromversorgung vom Flugzeug. Aber die meisten fliegen immer noch mit dem iPad und da hat jeder Pilot sein eigenes iPad und nimmt es dann am Ende des Tages dann auch mit nach Hause und macht den Strom dann halt aus dann. Naja, alles klar. Danke dir. Jo. Gut,